Guten Tag, hier ist das Wort zum Freitag. Eigentlich nicht Freitag, aber wir schalten jeweils ein ermutigendes Wort für die Vineyard Berlin am Freitag auf. Thema heute: Identität. John Wimber war bestimmt einer der wichtigsten geistlichen Väter für mich und eine seiner Predigten hat mich wirklich berührt und nachhaltig beeinflusst und verändert. Es ist die Predigt über den kostbaren Schatz im Feld, über die Perle. Wir finden diesen Text in Matthäus Evangelium Kapitel 13 und ich lese mal die Verse 44 bis 46 vor. Das Reich Gottes ist vergleichbar mit einem Schatz, der in einem Feld verborgen ist. Als ein Mann diesen fand, versteckte er ihn und ging in seine Freude hin und verkaufte alles, was er hatte, um dieses Feld zu kaufen. Und Jesus geht einen Schritt weiter, erzählt die gleiche Geschichte in einer leicht abgeänderten Weise und sagt in Vers 45, wiederum ist das Reich Gottes vergleichbar mit einem Händler, der nach kostbaren Perlen sucht. Also eine fand, die riesigen Wert hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Nun, diese wunderschöne Geschichte oder diese zwei Geschichten stehen einfach mal als Gleichnisse, als Bilder hier, aber sie haben eine tiefere Bedeutung. Und eigentlich können wir zwei Dinge darin sehen. Einerseits die Frage, wie sieht Gott mich? Die zweite Frage, wie sehe ich Gott? Zur ersten Frage, wie sieht Gott mich? Das ist ein Ring. Ich habe diesen mal Georgia gekauft in einer schwachen Stunde. Bestimmt aus Modeschmuck kein Vermögen wert. Aber er zeigt irgendwo, dass es kostbare Dinge gibt, die vom Menschen als kostbar geschätzt werden. Sagen wir mal, dieser Ring wäre gar nicht teuer, aber er wäre von der Urgroßmutter übergeben worden an die Großmutter, an die Tochter und an die Enkelin, dann hätte dieser Ring einen viel größeren Wert. Wert ist also nicht nur messbar mit Geld. Man kann es nicht immer bemessen. Aber in dieser Geschichte geht es um messbaren Wert, nämlich um einen Schatz im Acker, respektive eine Perle. Und wie dieser Mensch diesen Schatz, respektive die Perle findet, geht er hin und gibt alles, was er hat, weg, um dieses eine Ding, diesen Schatz, respektive diese Perle zu gewinnen. Und beeindruckend ist für mich die Sicht, wie sieht Gott dich und mich? Er sieht dich genau als Schatz. Er sieht dich als kostbare Perle, ganz unabhängig davon, ob du dich als Modeschmuck siehst oder ob du wirklich dich selbst als millionenschweren Ring siehst. Und er geht hin und gibt alles, was er hat, um diesen Schatz, diese Perle zu gewinnen. Und dieser Schatz, diese Perle, die bist du. Und was er hingibt, ist sich selbst. Er wird Mensch in Jesus Christus. Und um in Gemeinschaft mit dir zu kommen, gibt er sich und sein Leben hin. Und so lesen wir das ganze Neue Testament mit ganz anderen Augen, nämlich aus Liebesbotschaft an jeden Menschen, gleich welcher Rasse, welcher Religion, welchen Hintergrunds. Gott selbst sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen und ermöglicht dieselbe dadurch, dass er als Mensch hier lebte, für alles Trennende zwischen Menschen und ihm selbst den Preis bezahlte und starb. Seinen Geist sandte später nach seiner Auferstehung, um in Gemeinschaft zu treten. Er hat alles gegeben. Und der umgekehrte Gedanke, dann die Frage, wie viel bedeutet dir die Person von Jesus Christus? Ist sie ein Wegbegleiter? Ist sie ein Tröster? Ist es gut zu wissen, er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auferstanden und ich habe ewiges Leben? Oder
ist er dieser einzigartige Schatz, den du, den ich, den wir gefunden haben, diese einzige Perle. Und sagen wir mit ihm, wir sind bereit, alles dieser Person Jesus hinzugeben und unser Leben letztlich von ihm bestimmen zu lassen. Ist er dieser Schatz deines Lebens? Ist er diese Perle deines Seins? Und ich merke für mich persönlich, dass ich in meinem Alltag in den vergangenen 41 Jahren, seit ich bewusst mit Jesus unterwegs bin, meistens einen Schrei im Herzen hatte, nämlich, wie kann ich Jesus deinen Willen tun? Wie kann ich in den kleinsten Dingen des Alltags, von Konsum über Verhalten am Arbeitsplatz, Verhalten in der Familie, Verhalten Fremden gegenüber, Schwachen und Starken gegenüber, mich immer wieder bestimmen lassen wollte von diesem Jesus, der mein König ist. Heute kann ich sagen, mein Leben ist erfüllt von der Gewissheit, dass nichts in meinem Leben Zufall ist, dass ich geführt bin von Jesus und er mir vorausgeht. Nun, zum Schluss, das wünsche ich mir von Herzen für dich. Für uns als Vineyard Berlin, dass wir eine Gemeinschaft von Menschen sind, die alles gegeben haben für diesen einen Schatz Jesus, um ihm nachzufolgen, seinen Willen zu tun, uns brauchen zu lassen für das Wohl der Menschen um uns herum. Und in diesem Augenblick geht es nicht mehr primär um meine Bedürfnisse, um meine, Befindlichkeiten, sondern es geht in meinem Leben darum, ihm den ersten Platz zu geben, um mein Leben den Menschen zu verschenken. Und ich wünsche dir in der kommenden Woche einfach Dutzende Erlebnisse oder wenigstens ein oder zwei Erlebnisse, um es nicht zu übertreiben, die das ins Zentrum stellen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine ganz tolle nächste Woche.